Knapp zwei Monate nach dem Release von Immortals Fenyx Rising ist mit Ein neuer Gott jetzt der erste von drei großen Story-DLCs erschienen. In Ein neuer Gott dreht sich alles um den Olymp. Held Fenyx muss sich diversen Aufgaben der Götter stellen, um Teil des Pantheons zu werden. Was am Anfang noch nach einer spaßigen Aufgabe klingt, wird schnell zu einer monotonen Abarbeitung von bekannten Aufgaben. Welcome to Olympus, Fenyx, home of the gods. Dabei fängt alles sehr vielversprechend an. Hermes begrüßt uns in der wunderschönen und farbenfrohen Himmelsstadt. Nach einem längeren Gespräch mit Zeus bekommt Fenyx die Aufgabe, die vier bekannten Götter aus dem Hauptspiel, Athena, Ares, Aphrodite und Hephaistos, aufzusuchen und ihre Prüfungen zu bestehen. Nur nach dem erfolgreichen Abschließen der Prüfungen hat sich Fenyx einen Platz im Pantheon an der Seite der Götter verdient. Also storymäßig gibt es hier nicht allzu viel zu sehen, man sollte aber dennoch das Hauptspiel beendet haben, da es noch ein paar größere Story-Spoiler gleich zu Beginn des DLCs gibt. Finally, you will undertake a trial of blessing. Earn the blessing of each god and then return. Doch was genau sind nun diese Prüfungen der Götter? Was genau muss man machen? Leider wird einem sehr schnell klar, dass es sich hierbei im Prinzip nur um weitere Vaults handelt, die man auch aus dem Hauptspiel kennt. Nur eben in einem neuen optischen Gewand. Spielerisch macht man viele der bekannten Dinge. So muss man Steine durch ein Labyrinth manövrieren, um ein Gewicht zu aktivieren. Man nutzt seinen Pfeil und Bogen, um Schalterrätsel zu lösen, oder schwebt mit Hilfe von Winden durch die Level und muss dabei Laserstrahlen ausweichen. All das hat man im Hauptspiel schon zu Genüge getan. Im DLC sind die Vaults aber deutlich größer und auch fordernder als viele der Vaults in der offenen Welt des Hauptspiels. Aber es gibt zum Glück auch ein paar neue Spielmechaniken. Man muss zum Beispiel regelmäßig mit Elektrizität hantieren und dafür sorgen, dass man funktionierende Stromketten aufbaut. Oder Magnetismus. Hier muss man große Metallblöcke durch die Level bewegen, indem man die Polarität geschickt wechselt. Diese neuen Mechaniken machen durchweg Spaß und sind dann auch das Highlight im DLC. So kann man schon mal gut 20 bis 30 Minuten an einem einzigen Dungeon sitzen. Kämpfe gibt es dagegen kaum. Der Fokus im DLC liegt eindeutig auf dem Lösen von Rätseln. Als Belohnung gibt es am Ende eines jeden Dungeons dann immer eine goldene Truhe, aber auch den neuen Segen des passenden Gottes. Athenas Wendigkeit sorgt zum Beispiel dafür, dass sich Pfeile dreimal schneller wieder aufladen. Neben den eigentlichen Vault-Prüfungen bietet das neue Olympgebiet nicht wirklich viel zu entdecken oder sammeln. Es ist auch schade, dass die vier Gebiete der einzelnen Götter optisch sich kaum voneinander unterscheiden. Nur der gute Hermes hat eine Sonderaufgabe für euch. Er schickt euch auf die Suche nach 24 Relikten. Diese sind aber auch alle in den Vaults verteilt. Sie ersetzen quasi die optionalen Truhen in den Vaults des Hauptspiels. Anstelle von Rohstoffen befinden sich nun eben die Relikte in den Truhen. Immortal Wife of Dionysus. Der erste größere DLC zu Immortals Fenyx Rising ist am Ende leider eher eine Enttäuschung. Auch wenn der Olymp optisch einen tollen Eindruck hinterlässt, gibt es kaum etwas zu entdecken. Der Fokus auf den Vaults ist im Prinzip ja auch keine schlechte Idee, aber man macht einfach viel zu viele bekannte Dinge aus dem Hauptspiel. Die paar neuen spielerischen Elemente machen alle durch die Bank Spaß, sind aber einfach etwas wenig. Dazu kommt, dass viele der Vaults einfach zu lang sind. So spielt man einen Vault nach dem anderen ab, ohne jemals wirklich in die Geschichte rund um Zeus und den Pantheon wirklich involviert zu sein. Man kann nur hoffen, dass die zwei weiteren großen Erweiterungen mehr Abwechslung bieten und einfach mehr Neues bringen.